Hast du schon was von Alpaka Speed Dating gehört? Wahrscheinlich nicht, denn dieses Projekt startet ganz neu am 14. Juni. Und zwar beim Johannes in der Alpaka-Farm. Johannes hat die coole Idee gehabt, ein Alpaka Speed Dating zu machen. Der Johannes hat eine Alpaka-Farm und macht seit vielen Jahren Wanderungen mit Familien und Menschen, die einfach Lust haben, mit dem Alpaka in Verbindung zu sein. Und die Idee ist jetzt, dass es speziell für Singles ist. Also es kommen nur Singles. Und die Alpaka-Speedwanderung funktioniert so, dass immer ein Paar einen Alpaka führt und nach einer Viertelstunde wird gewechselt. Und so lernst du verschiedene Menschen kennen. Ihr könnt euch auf ganz natürliche Weise austauschen, werdet mit einem Glas Prosecco empfangen. Und am Ende der zweistündigen Wanderung erwartet euch ein wunderschönes Lagerfeuer, romantisch. Und dann gibt es was Leckeres zu essen, zu trinken. Und dann komme ich und ich verrate dir die 8 Geheimnisse einer wahrhaften, glücklichen Partnerschaft. Und das erste Geheimnis verrate ich dir jetzt schon. Denk mal an deinen früheren Partner. Wie geht's dir damit? Bist du im Frieden? Bist du dankbar? Und dann schau, wie wenn du jetzt spazieren gehen würdest und in der Stadt, an der Straße entlang. Und jetzt kommen alle früheren Partner. Die erste große Liebe, die ist nicht ganz wichtig. Und jetzt schau, wie geht's dir dann mit allen anderen früheren Partnern? Kannst du hingehen und sagen, oh, wie schön, dass wir uns wieder sehen. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, du bist glücklich. Oder würdest du am liebsten die Seitenstraße verwenden? Und wenn du lieber die Abbiegung machst, dann kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen, nochmal gut hinzuschauen, hinzuspüren, was ist es denn? Warum möchtest du am liebsten wieder gehen? Gibt es noch einen Vorwurf? Bist du im Groll? Gibt es einen Schmerz? Vielleicht bist du betrogen worden und enttäuscht, verlassen worden, verletzt. Und alles, was nicht im Frieden ist, verbindet dich noch mit deinem früheren Partner. Kannst du dir vorstellen, wie wenn du noch verbunden bist? Und wenn du im Frieden bist, dann könnt ihr im Frieden gehen und jeder kann seinen Weg in Dankbarkeit gehen. So ist es ganz wichtig, nochmal hinzuschauen zu den früheren Partnern. Wenn du sagen kannst, danke für die wunderbare Zeit mit dir, bin dankbar, was ich alles erlebt habe. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du glücklich bist, dass du wieder einen Partner, eine Partnerin findest, wo du wahrhaft glücklich bist. Wenn du das sagen kannst, dann bist du im Frieden. Und dann ist es die beste Voraussetzung für eine glückliche Beziehung für die Zukunft. Und die weiteren 7 Geheimnisse verrate ich dir dann am 14. Juni bei der Alpaka Speed Dating Wanderung beim Johannes in Ickensbach. Und wir freuen uns riesig auf dich. Der Beginn ist um 18 Uhr und es findet das ganze Wochenende, ist jeweils eine Wanderung. Und ich freue mich schon riesig, dich dabei begleiten zu dürfen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Alles Liebe für dich. Liebe dein Leben, deine Andrea.